Nach sorgfältiger Planung und Vorbereitung beschloss Florian Silbereisen schließlich, für Beatrice Egli eine romantische Party zu organisieren, die sie nie vergessen wird. Das Besondere an dieser Party ist, dass es eine perfekte Überraschung sein wird, die Beatrice nicht vorhersehen kann. Obwohl Florian und Beatrice viele schöne Erinnerungen an die gemeinsame Zeit hatten, wollte Florian diese Party zu einem besonderen und unvergesslichen Anlass machen. Er wusste, dass Beatrice ihnen immer Hingabe und Liebe entgegengebracht hatte, und er wollte diese Liebe erwidern, indem er einen wunderbaren Abend veranstaltete. Der besondere Tag rückt näher und Florian hat begonnen, alles vorzubereiten. Heimlich nahm er Beatrices Ehering, um ihn in die spezielle Geschenkbox zu legen, die er vorbereitet hatte. Er wählte einen romantischen und poetischen Ort für die Party, ein Küstenrestaurant mit majestätischer Aussicht und schimmerndem Sonnenuntergang. Der besondere Abend kam und Florian begrüßte Beatrice würdevoll. Sie zweifelte nicht daran, dass etwas Besonderes passieren würde und hatte einen ganz normalen Abend. Florian dankte ihr mit einem herzlichen Kuss und versprach, dass sie einen wunderschönen Abend haben würden. Als sie das Restaurant betraten, traute Beatrice ihren Augen nicht. Der Esstisch war romantisch mit Kerzen und leuchtend roten Rosen dekoriert. Im Hintergrund läuft sanfte Musik, die den Raum besonders gemütlich macht. Das vom talentierten Koch zubereitete Menü begeisterte Beatrice und Florian. Sie genießen köstliches Essen und erzählen Geschichten über die Vergangenheit und die Zukunft. Florian konnte Beatrice nicht aus den Augen lassen und auch sie verlor sich in seinen warmen Augen. Als die Party zu Ende ging, schenkte Florian Beatrice eine besondere Geschenkbox. Sie öffnete die Geschenkbox und traute ihren Augen nicht, als sie sah, dass der Ehering verloren gegangen war. Florian holte es zurück und brachte es zu dieser Party mit, um Beatrice erneut einen offiziellen Heiratsantrag zu machen. Beatrice konnte ihre Gefühle nicht zurückhalten und stimmte freundlich zu. Florian steckte den Ehering wieder an Beatrices Finger und sie umarmten sich mit unvergleichlicher Freude. Die romantische Party wurde für dieses Paar zu einem unvergesslichen und bedeutungsvollen Abend. Beide sind glücklich und dankbar, einander in ihrem Leben zu haben. Ihre Liebe ist zu einer wunderschönen und emotionalen Geschichte geworden, und diese romantische Party ist für sie eine Möglichkeit, ihre Gefühle füreinander auszudrücken. Florian Silbereisen und Beatrice Egli setzen ihre glückliche Reise mit niewersiegendem Glauben und Liebe fort. Die glückliche Reise von Florian Silbereisen und Beatrice Egli geht mit Spannung weiter. Nach einer unvergesslichen romantischen Party La complexité à ses personnages et ses performances était toujours très attendue par le public et les critiques. Malgré son succès, Chaumette est resté humble et dévoué à son métier. Il était connu pour son professionnalisme sur le plateau et sa volonté de collaborer avec d'autres acteurs et réalisateurs. Sa générosité et sa gentillesse en ont fait une figure appréciée du cinéma français. Malgré sa réussite professionnelle, François Chaumette a fait face à des luttes personnelles tout au long de sa vie. L'un des plus grands défis auxquels il a été confronté était sa lutte contre l'alcoolisme. Chaumette était connu pour boire beaucoup et sa dépendance interférait souvent avec son travail. Il a raté les répétitions et les représentations et son comportement sur le plateau pouvait être erratique et imprévisible. La consommation d'alcool de Chaumette a également nui à ses relations personnelles. Il a eu plusieurs mariages ratés et a été séparé de ses enfants pendant de nombreuses années. Il se sentait souvent seul et isolé et sa dépendance exacerbait ses sentiments de désespoir. L'événement tragique dans la vie de François Chaumette se produit en 1976 lorsque sa fille, l'actrice Marie Trintignant, est née. Trintignant était le produit de la relation de Chaumette avec l'actrice Nadine Trintignant et elle a grandi pour devenir une actrice à succès à part entière. Cependant, en 2003, Trintignant a été impliqué dans un incident de violence domestique très médiatisé avec son partenaire, le chanteur de rock Bertrand Cantat.
L'incident s'est produit alors que le couple était en Lituanie et Trintignant a été sévèrement battu par Quanta. Elle est décédée quelques jours plus tard des suites de ses blessures. La nouvelle de la mort de Trintignant